Griechenland retten. Das war normalerweise ein Termin und ich bin das die Korrespondentin von Menschenrechte und ich wollte, dass diese Konferenz da dort mitmachen. Die deutsche Presse gejubelt hat über die so ähnlich gejubelt hat, wie in Polen ja über den Putsch in der Ukraine. Wie ganz anders gehen deutsche Medien, gehen deutsche Politiker mit dem um, was sich jetzt in Griechenland in den letzten Wochen entwickelt hat. Wie diese Regierung jetzt durch den Krieg gezogen wird, wie man sich blockiert und versucht lächerlich zu machen, ist völlig unvergleichbar mit dem hohen Respekt, das offizielle Deutschland damals für den Militärputsch, für den christlichen Militärputsch in Griechenland aufgebaut hat. Richtig. Dieser Militärputsch, der damals nach dem Plan Prometheus der NATO. Servo, ich möchte mit euch hier zusammenarbeiten. Ihr seid die richtigen Leute und eure Solidarität tatsächlich wird in Griechenland Wurzeln schlagen. Und das beweist sich auch heute mit der Rede von Rolf. Tatsächlich sind die Leute im Staate über Griechenland über die Situation in Griechenland wahrhaftig zu berichten. Es ist so, hier ist ein Konstrukt, dass man Griechenland draußen hält, dass man andere Völker, die gelitten haben, draußen hält. Das war ein Vertrag, bloß damit die nicht einen Friedensvertrag bekommen und nichts weiter. Griechenland und Deutschland könnten an einen Tisch kommen, wenn gute Wille da ist. Das griechische Volk hat absolut nichts mit dem deutschen Volk zu streiten und zu trennen. Das ist immer freundlich gewesen, auch wenn Touristen bei uns kamen. Immer freundlich, nur wir wollen auch ein bisschen Gerechtigkeit. Mehr will man nicht. Man muss mal einmal damit anfangen. Nicht weiter. Aber davon freuen wir. Garantiebank, Griechenland Garantiebank und nach Unabhängigkeit Zypern und die Engländer. So, das war alles. Die zweite Katastrophe, das griechische Volk. In Zypern geht Griechenland mit dem Militärs putzt und die Türkei kommt rein, weil die haben einen Verräter gefunden. So, das vergisst das griechische Volk. Und so eine Instabilität werden sie niemals mehr in Griechenland schaffen, meine Damen. Glauben Sie mir. Also es gibt eine Grundlage zumindest der Vorgesetzten. Also die Besprengungen in Thessaloniki sind so nachhaltig, dass die Griechen mindestens 15 Jahre brauchen, um den Hafen wieder betriebsfähig zu machen. Da hängen dran die Hafenbahnhöfe, die auch wegkommen. So, also das sind diese Sachen. Das müssen wir den Leuten sagen. Hier ist ein extrem terroristisches Regime gewesen, das den Griechen diese Leistung, Belastung abgefordert hat. In Griechenland, das wird auch immer zu wenig gesagt, gibt es ein geradezu traumatisches Ereignis in der griechischen Geschichte, das ist der große Hungers. 1941, 1942. Da gehen die Zahlen auch weiter auseinander. Ist auch nicht verwunderlich, weil ja das Gesundheitswesen auch total schon am Boden war, ruiniert worden war durch die Besatzung. So, also die ganzen Todesfälle durch Folgeerkrankungen von Nahrungsmitteln, die sind oft gar nicht erfasst worden. Und dann gab es auch so ganz einfach mal sagen, die Leute hätten ungeheure Not, wenn der Opa gestorben war, wurde er im Garten beerdigt, aber er lebte offiziell weiter, um die Lebensmittel kommen und so weiter. Also solche Geschichten.
Also die Zahlen, ich habe da höhere Zahlen, beispielsweise noch als der Nationalrat, weil ich die Akten des Komitees vom Internationalen Roten Kreuz ausgewertet habe. Und dazu die deutschen Akten, die weit über die griechischen Akten ja hinausgehen müssen, weil ja keiner da war von den griechischen Behörden, der das so alles aufgenommen hat. Also die deutschen Berichte sagen, in Athen ist es furchtbar, was passiert, das Datum wohl zitiert worden ist. Und dann sagt der deutsche Wehrwirtschaftsoffizier, auf den Inseln ist es noch viel krass. Ein Dokument eines deutschen Wehrwirtschaftsoffiziers Athen. So, also wenn man das alles, und aber dann kommt die Schizophrenie oder diese Kaltschnäuzigkeit. Jede Woche werden im Befehlsbereich Salonikides so und so viele 100 Rinder und Schweine für die Truppe geschaffen. Oder der Wirtschaftsoffizier hat aufgefordert, aus Berlin so und so viele 1000 Tonnen Olivenöl nach Berlin, also ins deutsche Machtbereich zu schicken. Nicht nur in Griechenland, sondern nach Deutschland sogar. Ja, nicht nur die Soldaten in Griechenland. Ja, also es ist nicht für den Bundesbedarf das Olivenöl, sondern das ging nach Berlin vor allem. Ja? Die Mimi. Ja.